Oh, ist hier wieder ein Passwort auf dem Teamspeak drauf? Ja, ist ein Passwort drauf. Das ist kacke. Ich wär so gern normal, ne? Wir alle. Das ist so traurig irgendwie. Aber ich finde das finde ich echt ein bisschen schade, weil jetzt Aber haben wir ich nur noch glaube, eine jetzt ist Woche keins Zeit, uns drauf. irgendwie dafür zu bewerben. Ja, gut, aber es kann halt nicht jeder normal sein. Ja, sicher, aber wird das nicht langweilig, wenn du am Ende immer die gleichen hast? Ja, wenn du lange noch hier bist, dann kriegst du ja auch irgendwann normal. Es geht einfach automatisch. User joined your Ja, channel. ich habe ja nur noch eine Woche Zeit, dann will er das ja schließen. So, ja, reicht doch. Naja. Wenn man sich Hallo. benimmt, dann geht es schon. Ja, streng dich halt an. Ja. Bisschen breitsamer Einfach und keinen dann geht's Unsinn los. machen, immer da sein, immer aktiv sein. Auch mal ein bisschen in andere Channels gehen, nicht nur Mega-Raum aufnehmen, dann geht Ja. das schon. Ne, Ja, weißt aber du, was ich ist meine? halt schade, weil ich weiß ja auch nicht, wann er immer online ist oder offen halt. Ja, am besten du bleibst auf dem Server einfach drauf, dann Ja, genau. gehst in Ja, AFK aber oder mein, so, also ne? mein Computer ist jetzt nicht so lange an immer. Das ist schade. Hast du keinen Laptop oder so, weil die kannst du ja abends auch einfach anlassen, die fressen ja nicht so viel Strom. Das ist auch verboten. Wie bitte? Das ist auch verboten. Ja, du darfst ja nicht länger als eine Stunde AFK sein. Doch, da gibt's auch Bist so ein. weg. Warte mal. Nein, nein, wenn du länger Nee. als eine Stunde AFK bist, wirst du gekickt. Echt? Ja, mit 2 Tagesbann. Ich glaube, nur bei normalen, da macht er eine Ausnahme. Ach so. Ach, jetzt Also bei sieht mir er hat er das das. einmal gemacht und ich hatte keinen 2 Tagesbahn, sondern. Ja, Ja, vielleicht hattest vielleicht du hattest Glück, du dass er Glück. dich da nicht gesehen hat. Ich bin ja auch kein Troll oder so. Oder wieso bannt er dann für 2 Tage, wenn man eine Stunde AFK ist? Ja, nee, das geht ja darum, dass andere Leute, die raufkommen, den Platz haben wollen, beziehungsweise haben User left könnten. your channel. Da Ach kann man so, doch dass sie dann kicken. reden können. Muss nicht bannen. Mich hat er auch nicht gebannt, Naja. er hat ja gerade gesagt, er bannt dann für 2 Tage. Also, da so probieren will ich das nicht. Habe ich einfach Angst vor. Ja gut, aber heute bist du ja somit auch drauf gekommen und da muss man es halt einfach dann jeden Tag probieren. Und Ja, und wenn dann du kommt man gewissen ja auch. Wiedererkennungswert zeigst, ne, dann geht das, kommt das ganz von alleine. Ja. User joined your Dann channel. müsste ich dem Drachen vielleicht mal ein Ständchen singen oder so. Warum gibt er eigentlich Nee, keine festen nicht Uhrzeiten aufdringlich aus? werden, ne? Genau. Ja, genau, das ist eigentlich mit das Beste, ja. Was So, denn? bin Ich wieder habe das da. nicht verstanden. Bitte? Was hast du gerade gesagt? Auf dem Weg bin wieder Wer da. denn? User joined your channel. Ja, vielleicht werden wir ja noch recht schnell normal. Weiß. Das Genau, klingt einfach einfach immer klasse. freundlich bleiben, ne? Freundlich Vielleicht wird der bleiben Server ja auch und. nochmal auf, Entschuldigung, ja, vielleicht wird der ja auch nochmal aufgemacht dann, wenn er jetzt dann in einem Monat zugemacht wird und dann geht es vielleicht noch einen Monat nochmal auf, wer weiß, kann ja passieren. Kann passieren. Es wäre halt nur schade, wenn man hier jetzt wirklich ein bisschen freundlich ist, ein paar Freunde findet und die dann plötzlich nicht mehr wiederfindet, weil man die nur auf dem Teamspeak kennt. Also ich User weiß von joined your einem channel. Kumpel, dass man einfach halt auch hier zocken soll und nicht immer nur im Megaraum sein, dann kriegt man auch automatisch irgendwann normal. Das habe ich jetzt so gehört. Ja, sind ja auch genug Channel da, nur wenn ich weiß, wann der offen ist, dann gehe ich gern hier rein und zocke ein bisschen Skyrim oder Garry's Mod zocke ich auch ab und an. Ist ja da der Raum, kann man ja machen. Richtig. Ist auf jeden Fall der richtige Weg. Ich meine, ist halt schwer. Hier sind halt auch so viele, ja, Leute drauf. Ja, da kann man halt Ja. auch, glaube ich, mal schwer dann Leute wiedererkennen, denke ich mal. Aber da die Hälfte davon redet nicht, das ist traurig. Ja, also sprechen muss man natürlich schon, sonst ist man halt nur so ein Richtig, Name. der Sprache sollte man mächtig sein hier. Wenn jemand dauerhaft schnell redet, aber immer wieder da ist, kriegt er trotzdem kein Normal. Was logisch ist dann nicht. Okay. Ja, aber dann kann man sich doch theoretisch einfach einloggen, den Computer anlassen und weggehen, oder nicht? Das geht ja gerade nicht. Geht nicht, weil dann kriegst du kein Normal. Das Oder habe geht ich das schon, gerade aber du falsch kriegst ja dann kein verstanden? Normal. Ja, aber du hast doch gerade so gesagt, dass wenn jemand da ist und nicht redet, der kriegt dann trotzdem irgendwie normal. Nein, ich sagte. Was? Genau Nein, oder das habe ich das herum. falsch Das verstanden? hast du falsch verstanden. Ich Ah, sagte. Entschuldigung. Oh. Ich sagte, wer da ist, aber keine. Aber nur normal hat, der kriegt trotzdem. Kommt trotzdem nicht rein. Nee, Ob das hast der du da. anders gesagt. Was? Wenn jemand hier ist, aber immer nichts sagt, dann kriegt er kein normal. So habe ich das gesagt. Ach so. Ah, jetzt war es richtig. Vorhin hast du es anders gesagt. Ja, wie es nach vorne gesagt. Ich habe das so verstanden, dass auch wenn du was sagst, dass du kein Dings kriegst, kann mich auch verhört haben. Bin ein bisschen abgelenkt. Ja, davon richtig. Ich muss doch zuhören. Ja, wie gesagt, bin ein klein wenig abgelenkt. Man soll sich auch ein bisschen austauschen hier. Es ist ja nicht nur, um hier zu sein. Hey Drache? Ja. Wir sind nachher im Hangout. Kommst du auch rein? Der Freund schon gesagt, ich habe keine Ahnung, was du mit Hangout meinst. Na, Ach so, Google hier sorry, so das warst du Cam oder leise, da nicht? habe ich es nicht gehört. Das ist Videochat. Ah ja. Dann kannst du unsere schönen Gesichter sehen beim Reden. Aber wer ist denn alles drin? Darf ich Ja, vielleicht auch mit rein? dein Gesicht kenne ich ja schon. Ja, dann kann ich mein Gesicht halt nochmal sehen. Dann ist es auf jeden Aber ihr Fall. könntet ihr bitte woanders flirten? Es geht mir echt ein bisschen, ne, nahe. Was? Wieso? Sollen wir dir nachher Ah, den hier so. Einladungslink schicken? Oh, Können das wäre wir machen, ja. süß. Okay, prima. Hat das mich gemeint?
User joined your channel. Hallo. Hallo. Also ich glaube, das Bild von meinem Raum sollte ich vielleicht doch nochmal überdenken, ob ich das da lasse. Aber meinst du das Icon bei deinem Raum? Das ist doch witzig. Dass mich darauf noch nie jemand angesprochen hat. Das kleine Icon da mit den kleinen Strichmännchen oder was? Ja, genau. Ja, aber ich finde, das verkörpert dich ganz schön schnell. Da merkt man selbst, zack, das ist Drache. Lustlord und so weiter oder was? Ja, richtig, Lustlord, das ist super. Lustlord ist eine Sache von Lachschon, ne? Das ist dir klar. Nee, also weiß ich nicht. Hast du doch gerade gesagt. Ja, das war eine Anspielung auf die Sache von Lachschon. Was war denn da los? Das war eine Haterfalle. Eigentlich schon. Ja, nicht jeder ermittelt. Aber ich würde sagen, Bann, oder? Ach, kommt schon. Nee, das ist doch jetzt ein Witz, oder nicht? Wegen Lustlord, oder was? Das ist eine Sache, die die Haters sagen. Ja, aber ich weiß jetzt gar nicht, was du meinst. Ich habe gerade gehört von dir Lustlord, aber das passt doch perfekt zu dem Bild, oder nicht? Sonst wüsste er ja Bescheid und hätte es nicht nochmal bestätigt, nachdem du ihn gefragt hättest. Erwischt. Ich sagte Lustlord, weil die Hater das immer sagen. Und dieses Bild ist eigentlich nur als Witz gedacht für die Leute. Weil, und da könnt ihr Ariella mal fragen und auch die anderen Mädels, die schon länger hier sind. Mir wird nachgesagt, dass ich mit den Mädels in irgendeinen Privatraum gehe oder so und mich mit diesen Mädels unterhalte. Und quasi eben auf Lustlord macht, quasi versucht die Mädels zu verführen und so weiter. Du meinst, die machen sich darüber lustig über dich? User joined your channel. Ja, nee, Entschuldigung, sorry, das meinte ich überhaupt nicht. Ja, du machst das ja nicht nur halt auch nur als Spaß für dich. Abend. Abend. Wisst ihr was? Darauf gerannt. Achso, das geht. Geht das? Obwohl das Spiel ist alt genug, das müsste gehen. Was spielst du denn? Spiel ich ein bisschen Command & Conquer. Geil, welchen Teil? Kommt jetzt drauf an. Ich hab Command & Conquer die ersten 10 Jahre. Und das sind die ersten 10 Jahre drauf als Spiel. Also ich fand hier den allerersten Teil am besten. Den Tiberian Conflict. Ja, der halt. Also auf meinem PC läuft der gar nicht mehr, weil der zu alt ist, aber ich fand den mega gut. Eigentlich müsste der trotzdem laufen. Was hast du denn für Windows? Ich habe Windows 7, aber das bei Diablo und so ist das auch so, dann ist die Grafik irgendwie so ganz krass in Pastelltönen und das kann man ja nicht mehr spielen. Wenn du das Spiel hochfährst und spielen willst, dann ist es nur außerhalb vom Spiel so. Innerhalb vom Spiel hat es zwar manchmal so leichte Grafikfehler, aber ansonsten ist es okay. Also ich habe hier Tiberian Conflict mit Command & Conquer, der Ausnahmezustand. Dann Command & Conquer Alarmstufe Rot. Mit Command & Conquer Alarmstufe Rot, das Gegenangriff. Und Command & Conquer Alarmstufe Rot. Oh Gott, das kann ich nicht lesen, ist zu hell da gerade. Irgendwas mit Vergangenheit oder sowas. Oder Vergeltungsschlag, glaube ich, soll das heißen. Dann habe ich Command & Conquer Operation Tiberium Sun und Operation Tiberium Sun Feuersturm. Command & Conquer Range Gate, glaube ich, soll das heißen. Alarmstufe Rot 2, also Alarmstufe Rot 2 nur das Rache. Alarmstufe Rot, Generäle und Generäle die Stunde 0. Also ich habe quasi alle da, was ich brauche. Also bei Generäle, die zensierte Version war ja wohl ziemlich lächerlich, die deutsche zumindest. Keine Ahnung, ob die zensiert ist oder nicht. Also da, wo man Roboter bekämpfen muss. Das haben die ja damals dauernd gemacht, auch bei Half-Life und so. Ich weiß auch nicht, was das sollte. Bei Turok auch beim ersten Teil waren alles Roboter. Wie haben die das denn gemacht? Im ersten Half-Life waren... Oder? Ich glaube bei der zensierten Version... Ich hab hier die Sierra CD rumliegen, da ist das nicht so. Ich hatte es auf der Playstation aus irgendeinem Grund und... Ich glaube, da waren das Roboter. Ja, da waren das Roboter. Das auf der Playstation ist aber auch nicht das normale Half-Life, glaube ich. Da ist das nicht nur diese beiden Dinger hier, Blue Shift und weiß ich nicht was. Ich glaube nicht, dass das da integriert war, aber das hatte auch so einen Multiplayer-Modus. Also, ich weiß nicht, ob das anders war. Ich glaube, es war mehr oder weniger das gleiche Spiel, aber es war halt komisch zensiert und hatte so Zielhilfe und so. Wir haben das Spiel jetzt wieder geheißen mit Ding. Oh Gott. Stealth, man muss zu laut. Habt ihr eigentlich auch Stronghold gespielt oder so? Ich hab alle Teile da.
Echt? Das ist ein Hammerspiel. Ich habe mir letztens erst wieder Stronghold gekauft oder und runtergeladen bei Steam. Mit Stronghold Extreme, das ist ja heftig. Wo du dann gegen diese Skorpione oder so kämpfen musst. Damit komme ich nicht zurecht, aber das Stronghold Crusader, das normale, das ist richtig geil. Das normale ist das nicht. Stronghold Crusader war ein Teil zwischen 1 und 2. Ja, aber es gibt ja Stronghold Crusader und Stronghold Crusader Extreme. Ja, die Extreme, das war schon immer die härtere Version. Ach so, ja, aber das normale, das ist ja das normale Stronghold Crusader. Und das ist mir nicht zu schwer, das kriege ich noch auf die Reihe. Das ist recht geil. Wo dann diese billigen Sklaven hast, die dann mit ihren Fackeln da ankommen, die du mit so zwei Pfeilen tötest. Ja, das so, ne? Ja. Hallo, na? Diese billigen Sklaven. User joined your channel. Ja, dann schauen wir doch einmal. Festung, Tür, Spielladen, ne? Der komische Command. Ah, Jesse ist da. Was, Jesse ist da? Zockt hier eigentlich einer Teso? Kann man sich ja nicht antun. Was? Wie, das kurz online? Ja. Ja, ich weiß nicht, hätte er sein können, dass er schon Erfahrung hat. Ich kenne bisher nur die ganzen normalen RPGs. Ist das so scheiße, ja? So scheiße, dass sie es jetzt Free-to-Play machen, oder nicht? Ja, gut. Ich weiß ja nicht, ob das kann ja trotzdem relativ gut sein. Also gut, damit ist er eben mal Alarmstufe Rot 2 gespielt. Das ist auch sehr geil. Okay. Wir brauchen Silos. Soweit kommt es bei mir meistens nicht. Die Birium baue ich gar nicht ab. User joined your channel. Wer ist jetzt gekommen? User joined your channel. Ich bin reingekommen. Servus. Hi. Hallo. Ich glaube, Jesse war das. Ja, ich. Du hast kein Normal mehr? Ich bin nicht die Jesse, ich bin der andere Jesse. Achso. Ich hätte mir vielleicht noch einen Cola was zu mixen, wo ich kaufen soll. Was meinst du mit mixen? Meinst du Alkohol? Ja. Oha. Aber hast du auch nichts da? Also so keine irgendwie Reserven? Musst du ja immer neu holen oder was? Ja, Alkohol habe ich da, bloß nichts zu mixen. Das ist scheiße immer. Das kenne ich. Immer dann, wenn du Lust hast, irgendwie mal was zu mixen oder von mir aus auch mal auf ein Bierchen, dann hast du nichts da. Meistens brauche ich das auch nicht. Whisky oder Bacardi trinke ich normalerweise ohne. Also Whisky und User joined your channel. Hallo. Servus. Hallo. Guten Abend, mein Mann. Einen wunderschönen Abend. Leute, was schreibt ihr mich denn an, wenn ich im Spiel bin? Was spielst du denn gerade? In Konga. Der sagt, dass ich versuche. Ist das nicht ein Grund, dass du dich Vollkornbruch nennst? User disconnected from your channel. Wie bitte? User joined your channel. Eine Antwort ist auch eine Antwort. Was hast du gesagt? Oh, die Stimme hört sich aber alles andere als gut an. Ich hab gerade gegessen oder ich esse gerade. Dafür gibt's eigentlich den Essenraum. Eigentlich ja. Aber davon muss es doch normal sein, oder? Dann geht man in den AFK-Raum, wenn man noch nicht auf Normalstatus ist. User left your channel. Und weg ist er. User joined your channel. User left your channel. Hallo. Ja, dann. Eingejoined ist das hier. Aus rein, zweimal oder so. User joined your channel. Und schon wieder an. Ich muss meinen Kumpel anschreiben, dass er sich sein Sticker endlich abholen kann. User left your channel. Alter, was ist denn das hier für ein Gejoine, Mann? Kannst du auch den Sound bei dir ausmachen, wenn ich das nerv. Wenn ich das rausmache, dann höre ich nicht, wenn mich jemand anstupst oder. User left your channel. Anschreibt oder sonst was. Oder eine Rückkopplung hat. Wenn er jemand eine Rückkopplung hat, wenn er das ausschalten könnte, wäre ich ganz zufrieden. Aber dann hört sich das weniger nach einer Rückkopplung an. Na doch. Nee. Eine Rückkopplung hört sich definitiv anders an und das hat sich eher angehört, als ob schon wieder irgendjemand streamt, jemand gerade an war und meine Stimme später nochmal über die Boxen kommen ist. So hat sich das angehört. Aber wenn man Boxen hat, dann kann man auch eine Rückkopplung über die eigenen Boxen kriegen und dann hört man das auch einfach. Weißt du überhaupt, wie sich eine Rückkopplung anhört? Ja, aber eine Rückkopplung ist doch so ein spackiges, ekliges Geräusch, oder nicht? Das kommt drauf an, wie sehr sich das hochschaukelt. Entweder hört man es einfach nur und wenn sich die Verstärkung so weit hochschaukelt, dass es so laut ist, dann hat man nur noch ein sehr lautes Piepen. Eine Rückkopplung. Rückkopplung. Wer ist denn das die ganze Zeit? Verzeih, dass ich den TS wieder zumache. Ah, das habe ich gesehen. Dein Mund, du kannst da gleich deinen Bann abholen. So, das Passwort schneller machen. User joined your channel. Wer war das denn? Ich? Das war Kinder. User in your channel was banned from the server. So, und bei wem war jetzt die ganze Zeit die Rückkopplung?
Arbeite mal bitte an deiner Rückkopplung, Darkslayer, sonst muss ich dich leider rauskriegen. Okay, jetzt besser? Keine Ahnung, das werde ich jetzt dann noch merken. User joined your channel. Bei irgendjemand hört man auch die ganze Zeit so ein lautes Rauschen. Rauschen aufgefallen. Kann sein, dass es ich bin. Ah, okay. User in your channel timed out. Ja, das ist so scheiße gekichert. War auch schon wieder ein Tor kichern. Ups, war die falsche Regel. Nee, doch, das hat schon gepasst. Moment, nee. Bin ich schon vor lauter Regeln völlig selber im Arsch hier. User joined your channel. Was ist denn so witzig? Ich habe hier nur gerade ein lustiges Video angesehen. Ja, ja, wenn du meinst. Dafür gibt es aber auch einen entsprechenden Raum, ne? Oh, ja. User in your channel was banned from the server. Was hat er denn gemacht? Er hat doch nur gekichert. Der hat sich mit Sicherheit mit anderen Trollen darüber lustig gemacht, dass er hier ist. Ach, jetzt werd mal nicht so paranoid, ey. Tut mir leid, das verstehe ich jetzt nicht. Eine Sache, das habe ich schon 100-mal gesagt, ich sag's gerne noch ein 101. Mal. Mein TS, meine Regeln, ich habe genug Leute schon gebannt und habe keine Lust, mich auf so eine Scheiße anzulassen. Wenn man ein Video schaut, dann geht mir gefälligst in den AFK-Raum, dafür sind sie gedacht. Wenn man nicht den normalen Video... ist nicht verfügbar. Unterbrechen hasse ich übrigens, wie die Pest, das kann ich nicht ausstehen. Ja, tut mir leid, aber das ist die Wahrheit, der Raum ist nicht Wenn verfügbar. Du mich nicht unterbrochen hättest, hättest du gewusst, was ich sagen will. Wenn man nicht auf normal ist, dann geht man gefälligst in den normalen AFK-Raum, wenn man in den Videoschauraum nicht reinkommt. Jetzt Capito. Ja, tut mir leid, aber du kannst doch nicht von jedem erwarten, dass der alles weiß. Also, das fand ich jetzt schon so ein bisschen heftig. Oben rechts in der Methalle stehen die Regeln. Wenn du sie nicht gelesen hast, steht auch dabei, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Richtig, und wenn ihr nicht in den Videoraum rein könnt, dann müsst ihr doch merken, dass ihr woanders rein sollt. Dann müsst ihr doch automatisch User in den AFK-Raum gehen oder sonst irgendwas. User joined your channel. Also ein bisschen mitdenken kann man auch selbst. Steppenwolf? Ich weiß nicht. Das können hier viele leider nicht, ist traurig. Bist du an die, ist dein Name an die Band angelegt? Nein, das nicht. Okay. Hab nur gerade gedacht, dass du ja passt. Ja, tut mir leid, aber ich finde das jetzt irgendwie... Ich weiß nicht, hat jetzt so ein bisschen so die Atmosphäre zerstört. Ich habe jetzt ziemlich Einfache Angst. Sorry, wenn es dir nicht passt, dann verschwinde. Ja, musst ich kann du nicht weiter drauf rumreiten. Richtig, dann musst du ja nicht weiter drauf rumreiten, lieber. Ich weiß gar nicht, wer du bist. Auf jeden Fall einfach leise sein und normal User weiterreden. Du weißt jetzt, was er gesagt hat und dann sieh das doch so ein. Ist doch sein TS. Aber man darf doch hier seine Meinung äußern, also wirklich. Nein, aber das hast du ja, scheinbar aber dann muss ja nicht noch weiter diskutieren. User in your channel was ja, aber deshalb unterhält man sich doch, um ein bisschen zu diskutieren und Meinungen auszutauschen und so. Aber wir sind ja im Megaraum und nicht im Diskussionsraum. Richtig. Mhm. Da fehlen mir jetzt ein bisschen die Worte, also. Und Leutzocker ist regenbogenscharf. Was? Wie bitte? Hört sich aber nicht so an. Hört sich jetzt echt nicht so an. Das ist regenbogenscharf, der Dialekt, den ich kenne. Spricht der nicht so also Schweizer Deutsch oder so? Ich würde schon sagen, dass ich den erkennen würde, Drachen. Also ich habe das jetzt also noch ich nicht jetzt so auch noch mal, empfunden. Ich würde auch eher sagen, nein. Der ist regelmäßig. Also normalerweise spricht tiefstes Schwäbisch. Ja, normalerweise hört man das, wenn er drin ist. Das ist eigentlich relativ auffällig. Er spricht genau deswegen habe ich gesagt, ich wollte eure Meinung A dazu haben und B wollte ich schauen, wie seine Stimme ist. Ich würde ihn zwar wahrscheinlich nicht gut erkennen, aber der kennt auf jeden Fall die Stimmen von den Leuten, die ich schon gebannt habe. Gibt es eigentlich auch so Stimmbahn-Plugins? So geht es halt wirklich, wenn jemand hier draufkommt, dann irgendwie, ja, dich für Regenbogen schaffen, wenn er noch ausgibt oder so, ne? Wenn übrigens sich jemand fragt, warum ich Rattenlord gebannt habe. Ey, da ist ja klar. Ja, was genau ist da der Grund? Ja, der Name alleine. Ja, es ist eigentlich ein ziemlicher Trollname, oder? Ist auch eine. Ja, Verstoß gegen Regel 5, oder nicht? Ist auch eine Regelung, genau. So.